Pflegereform 2023. Es wird richtig teuer. Was plant Lauterbach mit seiner Pflegereform schon wieder? Welche Konsequenzen ergeben sich für uns daraus? Wie heftig wird es die Beitragszahler treffen? Mein Name ist Jutta Martin und heute geht es um das Thema Pflegereform 2023. Sichert euch die Gratis-Checkliste speziell für Rentner oder auch die Gratis-Anleitung in 7 Schritten zur Steuererklärung. Die Links dazu findet ihr unter diesem Video. Anregungen und Meinungen schreibt bitte unten in die Kommentare. Die Pflegeversicherung schreibt rote Zahlen. Laut Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung nimmt die Pflegeversicherung zwischen 2 und 4 Milliarden Euro weniger ein, als sie ausgibt. Das kommt daher, dass die Zahl der Pflegebedürftigen in Deutschland steigt. Eine logische Schlussfolgerung daraus ist, dass das Defizit bei der Pflegeversicherung wächst. Mit der geplanten Pflegereform sollen die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen entlastet und die Kosten dafür abgedeckt werden. Der Verband der Ersatzkassen VDEK erklärt, dass der vorliegende Entwurf für ein Pflegeunterstützungs- und Entlastungsgesetz PUEG aus Sicht des Verbandes der Ersatzkassen e.V. zu kurz greift und nicht die selbstgesteckten Ziele der Ampelkoalition für eine umfassende, nachhaltige Finanzierungsreform der sozialen Pflegeversicherung erfüllt. Diese erklärt der VDEK anlässlich der Fachanhörung im Bundesministerium für Gesundheit am 9. März 2023 in Berlin. Zwar sieht der Entwurf einige Leistungsverbesserungen für Pflegebedürftige vor. Dazu gehören die Zusammenlegung der Kurzzeit- und Verhinderungspflege, wie auch die Anpassungen bzw. Dynamisierungen des Pflegegrades und der ambulanten Pflegesachleistungsbeträge in mehreren Stufen. Zudem sollen die seit 2022 gezahlten gestaffelten Leistungszuschläge zur Reduzierung der Eigenanteile in der stationären Pflege zum 01.01.2024 um 5 bis 10% steigen. Diese moderaten Anhebungen und Dynamisierungen reichen aber nicht aus, um die Kostensteigerungen durch höhere Löhne und allgemeine Teuerungen auch nur annähernd auffangen zu können. Bund und Länder ziehen sich aus der Verantwortung. Zur Finanzierung der Defizite und zusätzlichen Leistungen sollen laut Gesetzentwurf allein die Beitragszahlenden ab Juli 2023 zur Kasse gebeten werden. Das widerspricht den Vereinbarungen aus dem Koalitionsvertrag zur Erhöhung von Steuerzuschüssen für die soziale Pflegeversicherung. Entgegen der Versprechungen der Ampelkoalition werden die Rentenbeiträge pflegender Angehöriger nicht aus Steuermitteln finanziert. Das würde zu einer Entlastung um bis zu 3,7 Milliarden Euro jährlich führen. Der im Gesetzentwurf enthaltene Vorschlag zur Umsetzung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts, nach dem ab 01.07.2023 bei der Berechnung der Beitragshöhe für die soziale Pflegeversicherung nach Anzahl der Kinder zu differenzieren, ist nach Auffassung des VDEK sachgerecht. Allerdings würden vor dem Hintergrund der geplanten Beitragserhöhung tatsächlich nur Familien mit 4 und mehr Kindern entlastet. Schon jetzt ist absehbar, dass aufgrund der viel zu späten gesetzlichen Konkretisierung die umfangreichen Vorbereitungsmaßnahmen und Softwareumstellungen nicht, wie vom Bundesverfassungsgericht vorgesehen, bis zum Juli umgesetzt werden können. Mindestens 9 Monate Vorlaufzeit ist erforderlich, bis die neuen Werte in die Prozesse und Software der Pflegekassen eingepflegt sind. Außerdem muss zunächst die individuelle Anzahl der Kinder ermittelt und die Angaben auch geprüft werden. Also schon wieder ist ein umfangreicher Verwaltungsaufwand erforderlich. Wie sehen die geplanten Beitragssätze nun aus? Der allgemeine Beitragssatz soll zum 01.07.2023 um 0,35% angehoben werden. Derzeit liegt er bei 0,5% und soll auf 3,4% steigen. Für Kinderlose über 23 Jahre liegt der Beitrag bei 3,4%, da sie
einen Zuschlag zahlen müssen. Der neue Beitragssatz würde für Kinderlose über 23 Jahre den 3,75% betragen. Der Beitrag bei drei Kindern soll künftig bei 3,1% liegen. Davon sollen 1,4% auf den Arbeitnehmer und 1,7% auf den Arbeitgeber fallen. Die Verlierer sind hier die Rentner, weil sie den Beitrag zur Pflegeversicherung komplett alleine tragen müssen. Bis zum 1.7.2023 bleibt nicht mehr viel Zeit. Der Entwurf muss nur noch die üblichen Etappen durch Bundestag und Bundesrat nehmen, bevor die Änderung dann endgültig in Kraft tritt. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Abonniert dazu auch gerne diesen Kanal. Habt ihr schon mein Video über die Top 8 Länder für eine hohe Lebensqualität im Alter gesehen? Dann schaut gleich mal ins Video rein.